Abgehoben. So ungefähr soll sie aussehen, die Raumstation für Hobbyastronauten. 520 Quadratmeter für bis zu 6 Personen, darunter 2 Crewmitglieder. Die Firma Orion Span will das erste Luxushotel im Weltraum, die Aurora Station, 2021 ins Weltall transportieren. Ein Jahr später könnten die ersten Gäste einchecken. Für 9,5 Millionen Dollar pro Person. Trotz des galaktischen Preises, die Nachfrage ist da, verrät uns Vorstandschef Frank Bunger per Skype. Die ersten 5 Monate sind schon ausgebucht, von Menschen, die in ihrem Leben schon einen gewissen Erfolg hatten. Ich glaube, man kann unsere Kunden vergleichen mit Personen, die den Mount Everest besteigen, also etwas Aufregendes machen wollen, Dinge, die sonst keiner macht. Der gut betuchte Weltraumtourist muss aber erst eine 3-monatige Astronautenprüfung im texanischen Houston absolvieren. Dann kann's losgehen und die Reise beginnen. Aber für den langen Flug ins All-Hotel braucht Bunger die Hilfe von Weltraumunternehmen wie Virgin Galactic oder SpaceX. Ein Flug mit Risiken. Vor ein paar Jahren stürzte Richard Bransons VSS Enterprise bei einem Testflug ab. Der Co-Pilot starb. Wir werden sicherer sein als die internationale Raumstation ISS. Die ist größer und damit problemanfälliger. Aber ja, es handelt sich um einen Raketenstart. Da gibt es Risiken wie bei jedem Flug oder bei jeder Autofahrt. Wer das Risiko nicht scheut, umrundet die Welt in 90 Minuten. Jeder Hobby-Raumfahrer kann sich also auf 16 Sonnenuntergänge freuen pro Tag.